Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Abenteuer hier bei Hearthstone. Es geht wieder in den Schwarzfels und dieses Mal starten wir im zweiten Flügel der geschmolzene Kern mit dem heroischen Bereich. Da ist einer von Ragnaros Leutnants. Ihr habt es fast geschafft. Ja genau, erster Gegner ist Garhin heroisch und dafür habe ich mir ein kleines Deck zusammengestellt. Die sogenannte Gartenarbeit. Das Wortspiel. Ihr seht es auch hier an der Seite. Ich habe es für euch mal aufgeklappt. Ihr seht, ich habe recht viel Heilung. Das heißt, ich habe zum einen die Massenbannung habe ich mit reingenommen und ich habe den Kreis der Heilung mit reingenommen. Aus dem Grund, wir wollen dieses Mal die Diener, die er drüben hat, einfach alle am Leben halten. Das ist der ganze Trick da dabei. Dadurch bekommen wir extrem wenig Schaden. Und ja, wir probieren das einfach mal aus. Zusätzlich nehme ich natürlich hier noch ein bisschen Schaden rein. Naxxramas-Schämen ist was Wunderbares. Und auch hier die Priesterin können wir gleich recht schön reinnehmen. Genau, ist Steinzeit. Nehmen wir rein. Und bei dieser ersten Runde, die ich mache, habe ich es noch probiert, indem ich sie zu unterschiedlichen Zeiten habe sterben lassen. Okay, er nimmt sich das Schild rein, dann wird er sie gleich weghauen wahrscheinlich. Yep. Das heißt, sie konnte rein gar nichts machen, allerdings sieht's recht gut aus eigentlich. Das heißt, wir können gleich den Armani Berserker spielen. Er hat natürlich auch den Vorteil, wenn er jetzt diesen einen Schaden bekommt, zack, macht er sofort 5 Schaden. Und wir können im Prinzip gleich hier einen wegnehmen. Da haben wir auch schon einen Kreis der Heilung. Das heißt, wir spielen noch zusätzlichen Schemen hier. So, und nehmen den hier ganz auf der linken Seite weg. So, dann, was können wir jetzt machen? Er spielt wieder seine Welle. Unser Schemen kann eigentlich so gut wie nicht sterben, wenn er keinen zusätzlichen Schaden bekommt. Weil ja, er wird um jede Runde eins stärker. Und ja, zusätzlich haben wir noch andere Möglichkeiten, wie wir das Ganze... So, wir haben Runde 4. Ich würde meinen Berserker... nein, ich habe vergessen... Okay, ich hätte ihn nutzen können, um noch irgendwas wegzuhauen. Aber wir gehen mit dem Schieben jetzt ins Gesicht und mit dem Berserker auch ins Gesicht. Und dann kann eigentlich schon die nächste Magma-Welle kommen. Dadurch wird er wieder gebufft. Ich hätte die Heilung da davor machen sollen. Und mein Schemen wird eigentlich auch direkt hier weiter gestärkt. So, den Berserker können wir nutzen. Oder wir heilen einfach mal hier alle schön hoch. Zack, jetzt haben sie alle wieder 5. Es passiert eigentlich nichts. Mit dem Armani Berserker könnten wir oder... ja, den könnten wir reinhauen. Eine Schildkröte vielleicht rein. Die hätten wir nicht unbedingt im Deck gebraucht. Aber so kann ich jetzt im Prinzip weiter mit allem ins Gesicht reingehen. Der Zweier da drüben macht uns eigentlich keine großartige Angst. Ja, der schnappt sich unseren Berserker und stattdessen haut er sich einen Axtwerfer drauf. Und unser Schemen wird einfach von Runde zu Runde noch besser. Okay, die Kabale ist natürlich jetzt perfekt, weil wir können direkt ihn jetzt übernehmen. So, den Axtschmied, den behalten wir gleich mal. Der haut jetzt natürlich jedes Mal, wenn die Runde vorbei ist, haut er ihm drüben nochmal 2 Schaden rein. Und für ihn wird es einfach immer und immer enger. Jetzt haut er sich einen Tank da davor. Ist für uns natürlich wunderbar. Wir haben hier noch einen grimmigen Gast. Beziehungsweise das heilige Feuer können wir draufhauen. Dann brauchten wir einfach nur noch 3 Schaden, die wir drauf, und die macht die Kabale, könnte die machen. Ja, und genau, die nehmen wir, um ihn einfach wegzuhauen, und der Rest wieder direkt ins Gesicht. Und damit steht er schon nur noch bei 14. So, er macht wieder seine Magma-Welle, kriegt dafür wieder 2 Schaden wunderschön rein. Und wir haben eine Massenbannung. Die ist natürlich perfekt, wenn wir jetzt in die Endrunde kommen sollten. Aber es sieht eigentlich auch so schon recht gut aus. Hier noch einmal zum Karten ziehen. Und ja, damit steht er auf einem Schaden. Und wenn er jetzt seine Magma-Welle macht, dann hat sie ihn umgehaut. Genau, das war die Runde.
passt perfekt. Da wäre sogar noch meine Lieblingskarte für den Kampf gekommen. Der Berserker. Den hätte ich ja unheimlich gern gespielt, aber ja, wie es Glück halt eben ist. Aber ihr seht, also. Ihr solltet ein Stück von Garn nehmen und damit euer Badezimmer fließen. Ragnaros wird das bestimmt sehr mögen. Ja, also ihr seht, der Kampf, leichter geht's einfach nicht mit dem Priester, weil wir halt eben wirklich alle Möglichkeiten haben. Aber ich will es nochmal probieren. Und zwar, ich möchte mal gucken, ob ich vielleicht den ganzen Kampf noch ein bisschen einfacher hinbekomme. Indem ich ja wirklich alle oben stehen lasse und somit gar keine Gegner habe. Und das probieren wir jetzt mal in diesem Kampf. Okay, also, was haben wir alles Schönes für Karten? Die Priesterin können wir brauchen, den Schemen nehmen wir wieder mit rein. Und da auch mein grimmiger Gast, die perfekte Karte eigentlich für den Kampf. So, Massenbannung können wir auch brauchen, das ist perfekt. Noch nicht jetzt, aber wenn er nachher irgendeinen von denen zum Tank verwandeln sollte, dann ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Zusätzlich dann natürlich noch die Heilung, wenn wir die bekommen. Und wir nutzen das natürlich gleich hier zum Kartenziehen. Gehen einmal ins Gesicht. Na, wir gehen einmal ins Gesicht. Was ist jetzt los? Hello? Okay, da bewegt sich gerade irgendwie nichts. Ah, okay. Gut, Internet hat wahrscheinlich gerade ein bisschen gesponnen, aber... okay. Ja, das ist halt, wenn man mitten in der Nacht spielt und alle nochmal draufgreifen. So, und da kommt's auch schon. Er verleiht einem Diener jetzt hier Spott und Schaden. Haut damit unsere Priesterin weg, um uns den Spaß zum Verderben. Und ja, was machen wir Schönes? Wir können den Schemen spielen, den kann er eh nicht angreifen. Und damit geht er direkt auf uns, aber kann ja nur 2 Schaden machen. Also das werden wir, glaube ich, schon überleben. So, unser Schemen macht sich stärker. So, und jetzt können wir an dem vorbei, indem wir einfach alle Karten wieder zum Schweigen bringen. So, Heppa. Da auch eine wunderbare Karte, ist eine rubische Ei. Das heißt, nach 2 Runden bekommen wir einfach nochmal einen 4-4er. Hingestellt. Zu, dass ihr nicht explodiert. Ihr müsst noch einen Elementarlord vernichten. Und er baut sich immer wieder einen auf den Dreier und nimmt damit unseren Schemen weg. Okay, blöd. Aber was soll's? Jetzt sind wir in Runde 5. Das heißt, wir müssen die da oben jetzt alle schön mal heilen. Wir können Schemen spielen oder wir können den grimmigen Gast. Ich glaube, der ist ein klein bisschen besser jetzt geeignet. Ich heile alle auf die 5 hoch. Und jetzt schenkt er mir gleich einen zweiten. Es liegen 6 Schaden auf dem Feld. Und wir können das Ganze halt eben jetzt bis zur Unendlichkeit spielen, das Spiel. Naxxramas schieben wir eigentlich nicht schlecht, oder? Oder ein Berserker? Ich glaube, ein Schemen zusammen mit dem Akolyten, dass wir noch ein bisschen Karten ziehen, geben wir rein. So, zack. Er steht bei 32. Und gibt uns natürlich schön weiter Karten. So. Beide geben uns schön Karten. Okay, das war jetzt natürlich arg. Ja. Jetzt wird es für uns das Feld natürlich hier ein bisschen eng. Aber und er gibt uns weiter Karten. Gut. Wir könnten übernehmen, machen wir nicht, damit das alles so schön bleibt. Ich spiele, glaube ich, den Berserker. Damit er den einfach dann in der nächsten Runde schön bufft. Und wir da nochmal einen 5er haben. So. Und die Heilung legen wir auf uns selber, damit wir wieder schön auf 30 sind. Als ob nie irgendwas passiert wäre. Und so, nochmal. Wir können gar keine Karte mehr legen. Und da kommt mein Liebling, der Berserker, wieder. So, und auch der zweite Kreis der Heilung. Perfekt. Genau da, wo wir ihn eigentlich brauchen. Aber ich glaube, es dürfte auch fast schon so aufgehen. Da liegen noch 9 Schaden. Hinten nochmal 4. Also es langt perfekt. Und ihr seht, wir kommen mit kompletten 30 raus. Wir haben nur einmal 2 Schaden bekommen
Und das ist eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, wie wir... Ihr solltet ein Stück so von Garn nehmen und damit euer Badezimmer fließen. Ja, der kann eh nicht. Ragnarok. Also mit dieser Taktik hier sollte es für euch eigentlich kein Problem sein, Garn zu schlagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde mich über ein Like freuen. Wenn ihr die nächsten Bosse auch noch miterleben wollt, dann dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich dich nachher wieder zum nächsten Runde sehe. Also, bis dann. Ciao, ciao. Let the games begin. You mortals are nothing to my kind! Do you hear? Nothing!